Nummer 3. Mit diesem 10 Kilogramm Sack NPK-Dünger können bis zu 300 Quadratmeter Rasenfläche behandelt und Moos und Unkraut bekämpft werden. Das Gießen wird besonders für Sportplätze und spezielle Rasenflächen empfohlen. Es bietet eine sofortige Wirkung zur Begrünung und Verdichtung des Rasens. Dazu werden viermal im Jahr 30 Gramm pro Quadratmeter des Produkts ausgebracht. Beachten Sie, dass das Produkt 1 bis 2 Tage nach dem Mähen angewendet werden sollte. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Cetaflor Wedex enthält 4 Wirkstoffe, die beide von den Blättern des Unkrauts absorbiert werden. Diese Inhaltsstoffe werden dann systematisch in der Pflanze verteilt, um sie bis zur Wurzel abzutöten. Darüber hinaus verzögert dieses selektive Herbizid das Nachwachsen von Unkräutern so weit wie möglich, ohne ihren Rasen zu schädigen. Das Ergebnis wird innerhalb weniger Tage sichtbar, wenn das Unkraut anfängt zu welken und braun zu werden. Es dauert jedoch etwa 2 Wochen, bis die betroffenen Pflanzen vollständig abgetötet sind. Es ist für Rasenflächen geeignet und beschädigt das Gras nicht. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Bayer Greenex NFNF Selective Weed Killer ist sowohl mit Kontakt- als auch mit systemischen Herbiziden formuliert. Von diesem Streifen aus greift es schmalblättrige Unkräuter sofort von außen an und tötet sie bis zur Wurzel. Von außen sieht man das Unkraut in kurzer Zeit vertrocknen. Sie sterben nach ein paar Wochen ab und wachsen nie wieder nach. Dazu gehören Wegerich, Klee und Löwenzahn sowie breitblättriges Unkraut. Und obwohl es hauptsächlich zur Abtötung vorhandener Unkräuter eingesetzt wird, enthält es auch Inhaltsstoffe, die das Keimen von breitblättrigem Unkraut verhindern können. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.